Energiewende, das heißt weg von Kohle und Kernkraft hin zu erneuerbaren Energien wie Windrädern und Solarenergie. Doch das muss bezahlt werden von Stromverbrauchern und Stromerzeugern. So will es das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Ein normaler Stromkunde merkt nur an der Rechnung, dass er die Umlage bezahlt. Wer hingegen seinen eigenen Strom erzeugt und auch andere versorgt, der muss sich bei seinem Übertragungsnetzbetreiber registrieren, zum Beispiel bei 50 Hertz, das den Prozess von der Anmeldung bis zur Abrechnung unterstützt. Das geht ganz einfach. Auf der Homepage die Anmeldung zur Zahlung der EEG-Umlage anklicken und dem Pfad folgen. Wer, ob mit oder ohne Bezahlung, andere mit Strom beliefert, seine Mieter zum Beispiel, klickt auf Belieferung von Letztverbrauchern. Wer zusätzlich sein eigener Stromversorger ist, klickt auch auf Eigenversorgung. Wer nur sich selbst beliefert oder Strom ins Netz einspeist, muss sich hier nicht anmelden. Dafür ist der Anschlussnetzbetreiber, zum Beispiel das lokale Stadtwerk, zuständig. Die unteren beiden Möglichkeiten gelten für Industriekunden. Kauft ein Unternehmen seinen Strom etwa direkt von der Strombörse und nicht von einem Stromlieferanten, dann wird sonstiger Letztverbrauch angeklickt. Die besondere Ausgleichsregelung schließlich gilt für Großabnehmer, die einen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt haben. Sind auch die Stammdaten angelegt, ist die Registrierung abgeschlossen. Ab jetzt müssen nur noch regelmäßig die Strommengen gemeldet werden.